Antenne Niedersachsen. Helden des Alltags. Ich bin heute im Süden von Niedersachsen, in Nordheim, beim Alten- und Pflegeheim der Inneren Mission. Und bei mir ist der Leiter der Einrichtung, Robert Wehr, und Antje Rotzer. Sie sind hier zuständig für die Ehrenamtlichen unter anderem. Und Sie beide haben auch schon jede Menge Geschenke dabei, denn Sie wollen heute Danke sagen bei jemandem. Ja, wir wollen uns heute bei Herrn Meißner bedanken, ihn überraschen mit ein paar Geschenken. Herr Meißner ist schon seit langen Jahren für unsere Bewohner tätig, auf ehrenamtlicher Basis, besucht unser Haus regelmäßig. Und wir sind einfach froh, dass wir ihn haben und wollen heute mal ein bisschen Dankeschön sagen zu ihm. Genau, und heute macht er eine Bibelstunde da drin mit Bewohnern und wir weiß nicht, dass wir mit den Geschenken kommen. Und wir gehen einfach mal rein jetzt und überraschen ihn. So, hallo Herr Meißner und alle anderen auch zusammen. Wir müssen jetzt einmal die Runde stören. Denn wir sind von Antenne Niedersachsen und haben eine Überraschung für Sie. Genau, die Gitarre muss erstmal verstaut werden. Kommen Sie mal in unsere Mitte, Herr Meißner. Hier gibt es eine Urkunde, denn wir möchten Sie auszeichnen als Held des Alltags. Ja, toll. Ja, finde ich, für mich ist ein Held was anderes, aber okay. Ich muss das wohl anerkennen, ja. Danke. Genau, und warum wir auf die Idee gekommen sind, da komme ich mal hier rüber, das kann Ihnen nämlich die Frau Rotzer erklären. Genau, wir wollten den Herrn Meißner heute gerne mal ehren und auch Danke sagen für über 10 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit hier bei uns im Haus. Er macht Bibelstunden, er leitet morgens einmal in der Woche die Morgenandacht im Speisesaal. Wenn Bewohner mal Probleme haben, ist er immer für seelsorgerische Gespräche da. Und er ist jetzt so an dem Punkt, dass er so langsam so ein bisschen kürzer treten will. Und da haben wir gesagt, gut, jetzt ist es endlich mal Zeit, Danke zu sagen. Das heißt, ohne den Herrn Meißner wäre hier deutlich weniger los. Vielleicht ist das ja mal ein Applaus wert, oder? Ja. Können wir einmal kurz die Plätze tauschen? So, Herr Meißner, Sie machen hier jede Menge. Was motiviert Sie denn dazu? Einfach, dass ich gern was mit Menschen tue, das ist mein Glaube. Aber das ist nicht das Entscheidende. Also, wenn es nur aus so einem Glauben her geschehen wäre, wäre es vielleicht nicht so gut. Nee, aber einfach, dass ich gerne mit Menschen zusammen bin, dass ich gerne helfe. Und dass ich gerne ja einfach für andere auch ein bisschen da bin. Das war eigentlich schon immer so. Und deswegen ist das gar nichts Besonderes für mich. So, ihr zu Hause seht, helfen ist nichts Besonderes. Doch, das ist schon was Besonderes und man kann seine Freude auch mit anderen teilen. Also macht auch ihr mit bei den Helden des Alltags. Niedersachsens Helden des Alltags. Kennt ihr auch einen, dessen Geschichte unbedingt ins Radio gehört? Schreibt uns. studio@antenne.com. Antenne Niedersachsen. Zusammen sind wir Niedersachsen.